Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt, um ein weiteres Mitbringselgeschenk zu sehen. Und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch, wie man hier diese kleinen Mini-Alben machen kann. Ganz leicht und sehr schnell gemacht. Man braucht dafür nur ein Blatt Papier, ein 30x30 Blatt Papier und geht richtig, richtig schnell. Wie ihr seht, ne, kann man ungefähr 1, 2, 3, 4, ich muss mal gucken, 5, 6, 7, 8, bei 10 Fotos reintun, für einem was mitzubringen, kleines Geschenk, finde ich, ist immer eine klasse Idee, ist sehr schnell gemacht und ich denke, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. So, kurz mal beiseite gelegt und dann nehmen wir uns unser Schneidebrett. So, und wir suchen uns ein Blatt Papier aus. Ob das doppelseitig ist oder nur einseitig, ganz egal, wie ihr es möchtet. Heute habe ich mich für Rot entschieden und das Papier schneiden wir uns jetzt in 3 Stücke. Und zwar brauchen wir Stücke von 10,2 cm oder 4 Inch. Hm? Einfach schön abschneiden. Aber heute nutze ich mal Papier von Stamping Up. Das müsste eins vom letzten Jahr gewesen sein. Und wird mal ausprobiert. Das Motiv finde ich klasse. So, dann haben wir 3 solche Teile. Und hinten sind sie halt so, ne, auf der Rückseite. So, und dann gucke ich, was möchte ich vorne haben. Und ich habe mich entschieden, dass ich das vorne gerne haben, weil ich das noch schön dekorieren möchte. Und mit dem hier ist es schon fast, dann ist zu viel drauf. Und das mag ich ja nicht so. Ich mag es lieber schlicht. Also, das heißt, ich drehe mir 2 auf die andere Seite und 1 zu dieser Seite. Und das Erste, was wir machen müssen, sind die Falten. Das heißt, wir nehmen uns unser Papier und falten es einfach in der Mitte. Okay? Einfach in der Mitte falten. Ups. Und das machen wir mit allen 3. Einfach nur in der Mitte gefaltet. Dann haben wir das. So, dann nehmen wir uns das Papier, was wir oben, ne, was unser Cover sein wird, dann nehmen wir uns das. So. Und das müssen wir uns nochmal falten, und zwar 1 Zentimeter zu dieser Seite und 1 Zentimeter zu dieser Seite. So. Das heißt, ihr könnt das so falzen, ihr könnt das aber auch mit einem Falzbrett. Da macht ihr, wie ihr das möchtet. Warum drehe ich mein Blatt Papier um? Ganz einfach, weil das nach außen geknickt wird. Und ihr werdet auch sofort verstehen, warum. Also hier ist das, wo die Mitte ist. So, und dann 1 Zentimeter hier falzen. Ich mache das halt zur anderen Seite, damit mein Papier nicht reißt, ne? Das wisst ihr ja schon. Und dann auch 1 Zentimeter oder 1/2 Inch zu dieser Seite. Okay? Dann habt ihr, seht ihr das? Also hier ist eure Mitte und dann habt ihr hier, es ist sehr schwierig zu sehen,
Vielleicht so. Aber auf jeden Fall habt ihr da zwei Falzlinien. Aber nur das erste Blatt, die anderen nicht, denn sonst haben wir später ein Problem. So, wenn wir die fertig gefalzt haben, dann nehmen wir uns das und wir knicken das nach außen. Okay, deshalb habe ich innen gefalzt. So, okay, damit sowas entsteht. Und das gleiche tun wir auch auf der anderen Seite. So. Okay. Dann habt ihr so einen Zickzack. Und das war auch schon sozusagen alles. Jetzt nehmen wir uns unsere Papiere und legen die dann schön hier rein. Okay. Schön in die Mitte. Und dann dieses hier rein. So. So. Nun haben wir natürlich, und ist normal, würde ich mal so sagen, dass ihr hier, dass das ein bisschen rausguckt. Das ist aber absolut nicht schlimm. Das kommt, weil wir ja eins nach dem anderen hier rein tun. Dann schauen wir uns einfach an, ob es oben schön gerade ist, ob da nichts rausguckt und auch unten. Und wenn wir was sehen, das schneiden wir uns dann einfach mal kurz weg. Da nehme ich mir mal hier mein Schneidebrett. Und ein Lineal. Lege mir das ganz genau zurecht. So. Und dann schneide ich das Überschüssige einfach weg. Mal gucken, wo hält mein Papier auf. Okay. Und dann schneiden wir das einfach. Das sind ein paar Lagen, ne? Dann immer schön, bis ihr dann alles habt. So, einmal kurz gucken. Na, da habe ich noch ein Stückchen. Das möchte nicht, so wie ich es möchte. Warum auch immer. So, dann probieren wir das nochmal. Da ist noch ein Stückchen, was nicht geschnitten werden möchte. Dann nochmal. So, jetzt aber. So. Da ist noch ein kleiner Nupsi. Den schneiden wir dann so weg. So, dass wir das schön gerade haben, gucken auch auf den Seiten, ob da nicht ein bisschen, ich glaube, hier ist auch ein Stückchen, wo ich jetzt sehe. Und ich möchte ja nicht, dass man sieht, was innen ist. Also schneiden wir uns das ganz einfach weg. Und somit hätten wir auch das schön gerade. Wenn wir das dann haben, dann öffnen wir uns das hier wieder. Und erst jetzt werden wir uns die inneren auch falten. Und zwar einfach nur gucken, dass wir schön gerade sind. Und einfach zurechtfalten. Ja.
Weil wenn wir das mit dem Falzbein machen und überall einen Zentimeter, dann haben wir später, guckt viel mehr raus, wie wenn wir das so machen. Später gucken wir auch noch einmal. Einfach nur gucken, ob wir überall schön gerade sind. Und damit wäre das meiste auch schon gemacht. Das sowieso. Okay? So, dann können wir das noch mal uns angucken. Alles schön gerade. So, was bleibt uns nun? Jetzt müssen wir, ja, wir brauchen eine Bindung. Und für die Bindung müssen wir uns drei Löcher in unser Album machen. So, ihr könnt das jetzt messen, wie ihr möchtet. Also wir brauchen drei Löcher. Ich mache das jetzt so ungefähr, plus minus Augenmaß. Ich würde sagen, hier ist ungefähr die Mitte. Mache ich mir hier mal ein Pünktchen und dann würde ich sagen, eins hier. Und ungefähr eins hier. So. Okay. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Da die drei schwarzen Punkte. Und ja, da machen wir uns da ein Loch dran. Ne? Nehmt ihr euch eure Lochzange und dann machen wir uns da ein Loch. So. So, dass ich was sehe. So, dann habt ihr hier, ne, drei Löcher. So, und dann brauchen wir was, um das Ganze zu, ja, zu binden. Ich nehme mir jetzt hier einfach diesen Garn her und suche mir erstmal hier den Anfang, wenn ich den dann jetzt irgendwo finde. Ah, hier ist er. So, kriege ich das wieder drauf. Müsste eigentlich gehen. Ne? So. Und da ziehe ich mir. Ich nehme ein etwas größeres Stück, dann bin ich auch sicher, dass es groß genug ist. So. Ich würde sagen, so, das müsste reichen. Was zu viel ist, schneide ich mir später ab. So. Und dann fangen wir an. Und zwar nehmen wir hier unseren Anfang und gehen erst einmal durch hier das obere Loch. Einfach durch. Okay? So. Dann nehmen wir uns hier das Ende von unserem Garn und gehen hier durch das untere Loch und gehen es einfach durch. Ah. So, jetzt müsste es aber gehen. So, okay, dann habt ihr sowas und hier unten sind eure beiden drin. Dann drehen wir das Ganze um und nehmen die beide und gehen durch die Mitte. Einfach durch die Mitte. Moment. So. Okay, dann habt ihr hinten so und vorne sieht es so aus. Und dann nehmen wir uns ein Stück vom Faden, was wir hier unten drunter geben, so dass wir ein Teil hier haben und ein Teil hier. Okay? Und dann machen wir einen Knoten.
damit das nicht mehr irgendwo hingeht. Okay? Schön gut knoten, gut fest. Nicht zu viel, nicht, dass euch euer Papier reißt, aber schon einen ordentlichen Knoten. Und dann bleibt eigentlich nur eine Schleife zu machen. Auf die Größe, wie ihr sie gerne haben möchtet. Schön stramm. So. Überschüssiges wegschneiden. Und somit wäre euer Fotoalbum fertig. Ne? Das ist alles fest zusammen. Nichts fällt raus. Und das wär's. Ich werde es aber jetzt noch ein bisschen mit euch natürlich dekorieren. Deshalb habe ich ja dieses Papier genutzt und nicht dieses hier. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir jetzt mal hier so eine Schneeflocke ausstanzen. Und hier habe ich eine Stille Nacht. Ich lege Stille Nacht hier und dann die Schneeflocke hier und ne? Das werde ich mir jetzt dann auch ausstanzen. Und dann nehme ich mir auch ein Stück Papier. Und zwar schneide ich mir hiervon ein Stück ab. Ha, guck mal, wie das. Ja, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut, dieses Papier. So. Ich denke, das müsste genügen. Ja, das genügt. Und dann mache ich das wieder hier rein. Hoppla. Nein. Du bleibst da. So. So, das hier, das ist Spezialpapier, was ich hier nutze und ist auch von Stampin' Up. Heißt Spezialpapier. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Weiß ich nicht. Aber das habe ich mal von der lieben Elisabeth geschenkt bekommen und ich mag das Papier wirklich sehr. Ich finde das richtig klasse. Gibt so einen tollen Effekt und ich finde, für Weihnachten kann man das mal ruhig einmal nutzen. So. Ah, stanzen wir uns das mal durch. Brauche ich mal einen Piekser. So. So, und dann würde ich mir das jetzt hier so, hier käme meine Stille Nacht und hier meine kleine Schneeflocke. So, ein bisschen Kleber. Ja, ich muss mir meine so, die Spitze sauber machen. Und dann werden wir hier ein bisschen Kleber drauf tun.
lassen wir das trocknen und dann auch noch hier unsere Schneeflocke. Hier hin. Und somit wäre unser kleines Fotoalbum fertig. Wie ihr seht, ne, mit meinem Gequassel und alles und hier und da 20 Minuten und schon habt ihr ein kleines Mini-Album gemacht. Ratzifachzi. Ja, wenn ihr mehr dieses Papier nehmen möchtet vorne, dann braucht ihr überhaupt nichts vorne drauf zu machen, dann geht es noch schneller. Dann habt ihr, braucht ihr keinen Kleber und ihr braucht keine Stanzmaschine. Dann habt ihr ganz schnell fertig, ne? Schneidmaschine, euch drei Streifen aus einem 30x30 Papier rausgeschnitten, drei Löcher, ein Stückchen Garn und schon habt ihr ein kleines Mini-Album, ne? Also, da wie gesagt, es geben überall hier, könnt ihr überall Fotos rauf tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück passen rein. Entweder so geben oder mit Fotos drin, wenn ihr vielleicht irgendwie bei einem eingeladen seid, wo ihr vielleicht ein paar Fotos habt oder was auch toll ist, ist, wenn man selbst Leute hat, das auf den Teller, wenn man einen gedeckten Tisch hat, das schön auf den Teller legen für jeden und dann kann derjenige das mit nach Hause nehmen. Ich zum Beispiel, das sind die kleinen Mini-Alben, die ich immer habe, wenn ich auf den Markt gehe. Das ist mein Goodie, wo ich dann gerne mitgebe und das passt jetzt nicht nur zu Weihnachten, das kann man ganzes Jahr über machen, so wie es einem ja halt gefällt. So, meine Lieben, das war's für heute. Mit einem kleinen Mitbringsel und ich denke, diese Woche weiß ich nicht, ob ich noch zu einem Video komme, aber dann nächste Woche noch eins. Ich werde euch noch eine kleine Mitbringsel-Sache zeigen und daher braucht ihr, das kann ich sofort sagen, also ihr braucht das Laminiergerät. Wir werden laminieren im nächsten Video. Und ja, ich werde euch einen kleinen Mitbringsel zeigen und ein paar andere Sachen, wie man ein paar Geschenke schön dekorieren kann. Das wird dann alles im nächsten Video sein für ja mit dem Laminiergerät. Und kann sein, dass dieses Video dann auch ein bisschen länger sein wird. So, auf jeden Fall, das war's für heute. Und falls wir uns diese Woche nicht mehr sehen sollten, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Restwoche, schönes Wochenende, einen tollen vierten Advent und ja, wie immer, ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!